Das haben im Sommer 2014 viele Prominente gemacht. Sich einen Eimer Wasser mit eiskaltem Wasser über den Kopf gekippt und das Video dann ins Netz gestellt, um auf die Krankheit ALS aufmerksam zu machen und um so Spenden dafür zu sammeln. Kurz nach dieser Aktion erfährt Bruno Schmidt aus NRW, dass auch er unter ALS leidet. Einer Krankheit, bei der sich die Muskeln ganz langsam abbauen und die meistens zum Tode führt. Bruno hat es sich zum Ziel gesetzt, zu kämpfen und auf ganz ungewöhnliche Weise anderen Betroffenen zu helfen. Ein besonderer Tag für Bruno Schmidt. Es ist sein Schicksal und seine Filmpremiere. Ein Tag, auf den er nun schon seit über einem Jahr wartet. Damals erfährt Bruno durch Zufall, dass er selbst an der tödlichen Krankheit ALS leidet, als er sich die Ice Bucket Challenge anschaut. Für den guten Zweck lassen sich Millionen Menschen eiskalt begießen, darunter viele Promis. Spenden sammeln für den Kampf gegen die Krankheit, die in wenigen Jahren zu einer vollständigen Lähmung führt. Bruno erkennt die Symptome der Krankheit bei sich selbst. Ein Test bringt Gewissheit. Doch er will sich der Krankheit nicht beugen. Mit Hilfe seiner Frau Birgit und Tochter Jenny geht er in die Offensive. Ich lasse mir da jetzt von den Ärzten nicht irgendwie immer aufschwatzen. Das sind die Verläufe und sie werden daran sterben. Und wir haben das ja in Ulm, hat man uns das innerhalb von einer Stunde 5, 6 Mal gesagt. Und habe gesagt, weiß ich nicht. Bruno trainiert, versucht den Muskelabbau zu stoppen, allen Prognosen zum Trotz. Dann hat der leidenschaftliche Radfahrer eine Idee. 900 Kilometer quer durch Deutschland. Andere ALS-Patienten besuchen, mit ihnen sprechen, ihnen Mut machen. Mit dabei Filmemacher Holger Schürmann und Lars Pape. Auch seine Mutter stirbt vor Jahren an ALS. Sie begleiten Bruno für einen Dokumentarfilm der anderen Art. Wir haben viele tolle Musik und tolle Menschen und der ist grundsätzlich optimistisch, der Film, obwohl es eine traurige Thematik hat. Das Gefühl in die Welt zu schicken, hey komm, das Leben geht weiter und es ist durchaus lebenswert. Wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Ein langer Weg bis hierhin, doch nun ist es soweit. 900 geladene Gäste, Ärzte, ALS-Patienten, Angehörige. Auch Bruno wird heute den Film zum ersten Mal sehen. Er hofft, dass der Film seine Botschaft vermitteln wird. Aufklärung über die Krankheit, dass ich Leute damit motivieren kann, dass trotz dieser schlimmen Krankheit noch eine gewisse Lebensqualität besteht. Man muss es nur zulassen. Es wird ein anderes Leben werden, aber es muss nicht schlechter sein. Alle lieben Schmidt, Brunos Challenge, Film ab! 104 Minuten, alle lieben Schmidt. Über Bruno, über andere, über eine Krankheit, die so viele verschiedene Gesichter hat. Dann wie ich die Diagnose habe, habe ich gesagt, ich bin dir nicht böse, wenn du gehst, gell? Wenn du dir jemand anders suchst und ich gehe in ein Heim oder so. Hat er gesagt, nee, du hast zu mir gestanden, wie es bei uns hart auf hart ging und jetzt stehe ich zu dir. Und rein, das war ganz nichts, sage ich immer, noch haben die Menschen. Nee, genau, noch haben sie dich nicht. Ein Film, der demütig und betroffen macht. Denn hier sind Menschen zu sehen, die nicht aufgeben. Und doch, 3 von ihnen sind seit den Dreharbeiten verstorben. Augenblicke, die natürlich auch Bruno einholen. Auch für ihn hat sich seitdem einiges verändert. Also meine Arme sind besonders in der letzten Woche dramatisch, haben die an Kraft abgenommen. Also ich bin auch jetzt noch so ein bisschen geschockt, wie rasant jetzt die letzte Woche gelaufen ist. Ja, Mist. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Ne? Die Krankheit als Herausforderung. Was sie alle stark macht, ist der Zusammenhalt. Was bleibt? Ein Gefühl der Hoffnung. Der Di hat gerade geschrieben, 6 Monate hing diese Hand schlaff herunter. Hoffnung für alle. Ihre nächste Challenge, den Film öffentlich machen. Eine Plattform finden, wo ihn viele Menschen sehen können. Und weiter dringend benötigte Spenden sammeln, um zum Beispiel Spezialambulanzen besser auszustatten. Doch heute Abend heißt es für Bruno erstmal den Augenblick genießen. Zusammen mit der Familie und vielen neuen Freunden.